Das Feld ist bereit für unseren Feldversuch. RON-Reporterin Jenna hat sich in Schale geschmissen und so viel schon vorab. Es ist schwieriger, als es aussieht. Ich bin heute unterwegs auf dem Spargelhof Schuhmacher und ich möchte mal herausfinden, wie schwer es eigentlich ist, Spargel zu stechen und was man dabei alles so beachten muss. Dafür hat sich unsere Reporterin tatkräftige Unterstützung von Spargelbauer Heinrich geholt. Auf seinen Feldern werden jährlich 4 bis 5 Tonnen Spargel geerntet oder besser gesagt gestochen. Bewaffnet mit Stechmesser, Spargelblech und Handschuhen steht Jenna in den Startlöchern. Doch eine Frage hat sie da noch. Jetzt sehe ich hier überall Sand und Hügel. Woher weiß ich denn jetzt, wo ich nach dem Spargel suche? Nach den Sprüngen muss man da schauen. Wenn sich der Spargel unter der Erde, wenn der hochgeht und dann geht der Sand steigt an und dann gibt es so Sprünge. Und da müsste ein Spargel drunter sein. Das Königsgemüse macht seinem Spitznamen dabei alle Ehre und möchte für seine Ernte eine Sonderbehandlung. Mit chirurgischer Präzision gilt es, den Spargel auszugraben, nach der EU-Norm nach mindestens 22 cm abzustechen und den Tatort im Anschluss wieder mit Erde zu bedecken. Und das klingt leichter, als es ist. Stichbatter rein. Nicht getroffen. Jetzt muss man probieren, nochmal zu stechen dann. Und wieder daneben. Und dann ein bisschen so nach links vielleicht und nach rechts. Und dann müsste er ab sein. Jawohl. Ja. Jawohl, der erste Spargel. Hat gut funktioniert. Na also, geht doch. Eine Kunst für sich ist es trotzdem. Und wie filigran der Spargelspross herausgelöst wurde, zeigt sich am Ende auch im Geschmack, wie Ernährungsexperte Sascha Meister weiß. Wenn Spargel bitter ist, ist das ein Anzeichen dafür, dass er einfach zu tief an dem Wurzelwerk gestochen wurde. Es ist natürlich ein Qualitätsmerkmal, dass man halt sagen kann, der Spargel ist jetzt von der Qualität her nicht mehr ganz so hoch. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ihn wegtun muss. Man kann diese Bitterstoffe mit Zitronensaft oder mit frischer Zitrone ein bisschen wegbekommen. Zurück zum Spargelfeld. Nach erfolgreichem Einsatz von Jenna wird ihr Spargel gewaschen, gekürzt und klassifiziert. Dann geht es in die Auslage zum Verkauf. Und Jenna, heute sonst noch erfolgreich gewesen? Das ist meine Ausbeute. Ein spannender Spargelstechtag geht für mich nun zu Ende und ich habe viel gelernt. Vor allen Dingen, dass man nicht arbeitsscheu sein sollte, wenn man Spargel stechen möchte und Lust auf Suchen haben muss. Denn der Spargel, der zeigt sich nicht immer gleich. Aber wie heißt es so schön? Übung macht den Meister.